Morgen, heute ist Montag. Heute ist übrigens der erste Tag nach meiner Operation, eine Woche danach, wo ich wieder normale Jeans trage. Die letzte Woche habe ich in Jogginghosen verbracht und ja, heute fühle ich mich einigermaßen wieder okay. Ich kann wieder ohne Krücken laufen und alles. Ich muss mal gucken, ob ich draußen auch ohne Krücken rumlaufe, denn ich möchte gleich einmal zum Einkaufen fahren. Ich wollte einmal kurz in den Secondhand-Laden gehen, denn mein Freund braucht alte Bilderrahmen, da will er was machen für seine Arbeit. Dann wollte ich einmal zum Einkaufen, zum Lidl oder so fahren und vielleicht auch noch zu Ikea. Ich muss mal gucken, ob ich das noch schaffe. Erst einmal mache ich mir jetzt Frühstück und ich habe noch nichts gegessen. Ich habe relativ lange ausgeschlafen. Das darf man sich erlauben, wenn man krankgeschrieben ist. Und ja, ab geht's in den Tag. So, mein Frühstück ist fertig. Ist wieder Standard. Crunchy Müsli mit Bananen, gepuffte Quinoa und dieses Mal mit Kokosmilch. Die ist total lecker mit Kokos und Reismilch. Du hast auch schon gefrühstückt, ne? Du hast gerade eben auch schon was bekommen. Ja, guten Morgen, sag mal. Dann muss ich gleich noch weiterhin die Spülmaschine ausräumen, alles, was ich abgewaschen habe, wegräumen. Und ja, dann muss ich mal gucken, wie fit ich heute bin. Ich will mich noch nicht zu überanstrengen. Das ist natürlich erstmal eine Woche nach der Operation. Ich muss mal gucken, wie lange ich durchhalten werde. Vielleicht, ja, ich glaube, Ikea wird einfach zu viel heute. Ich glaube, da nehme ich mir zu viel vor für den ersten Tag, wo ich wieder raus kann. Ich werde einfach mal zum Secondhand-Laden gehen und dann vielleicht noch zum Aldi, der ist nämlich gleich um die Ecke. Das war's schon. Und vielleicht gehe ich noch einmal zum Drogeriemarkt, denn der ist auch gleich daneben an. Also ein kurzer Trip heute, denn ich möchte mich nicht überanstrengen, dass ich nächste Woche wieder fit bin und zur Arbeit kann. Ja, jetzt werde ich erstmal mein Frühstück mitnehmen und dann sage ich guten Appetit. Ach so, ja, ich habe noch vergessen, ich muss später noch zum Tierarzt mit meinen, eigentlich mit beiden Katzen, aber ich kann momentan nicht beide Katzen mitnehmen wegen meines Knies, ich kann noch nicht so viel tragen. Aber ich werde erst einmal Tiger, unseren Kater, mitnehmen zum Tierarzt, denn er muss sowieso seine jährliche Impfung bekommen, die steht wieder an. Und dann humpelt er seit einem Monat jetzt ungefähr schon. Manchmal ist es sehr stark und dann war es wieder für eine Woche weg und dann kam es wieder und dann war es wieder weg. Und deswegen möchte ich jetzt ihn auf alle Fälle mal mit zum Tierarzt nehmen und abchecken, was damit los ist mit seinem Pfötchen. Schau mal, die Blumen habe ich übrigens von meiner Schwiegermama bekommen. Zur guten Besserung, total lieb. Und ja, jetzt muss ich erstmal mich hier an das Chaos begeben. Besser. Müssen wir dann nicht zum Tierarzt, wenn deine Pfote besser ist? Hä? So, im Auto seit einer Woche wieder. Ich fühle mich mobil. Es ist mega schönes Wetter heute. Ihr seht das vielleicht. Es ist nur noch ein bisschen kalt, obwohl 14 Grad zeigt mir das hier gerade an bei der Apotheke. Ich glaube, ich werde heute doch noch eine kurze Runde machen, denn schon der Gang zum Auto war irgendwie sehr anstrengend für mich. Ich habe jetzt keine Krücken mitgenommen, was vielleicht ein Fehler war. Obwohl, ja, ich gehe jetzt einmal hier, ich parke jetzt hier gleich beim Secondhand-Laden. Da kann ich eigentlich direkt davor parken. Und dann werde ich kurz zum Aldi fahren und zum Drogeriemarkt, der ist eigentlich gleich 5 Minuten weiter und dann fahre ich auch wieder nach Hause, um mich noch ein bisschen auszuruhen, um es nicht zu übertreiben am ersten Tag und auch um unsere Baustelle nebenan im Auge zu halten, denn die sind jetzt gerade wieder direkt in unserem Haus am Bohren und es war schon mega laut und hat total vibriert und da möchte ich doch lieber zu Hause sein. Falls da irgendwie was passieren sollte, bitte drückt mir die Daumen, dass das nicht der Fall sein wird. Aber ja, jetzt nehme ich euch erstmal mit zum Secondhand-Laden. Ich hoffe, ich finde Bilderrahmen für meinen Freund. Also bei uns im Secondhand-Laden hier um die Ecke hatten die irgendwie gerade alle ihre Bilderrahmen aussortiert. Total blöd. Die hatten nämlich noch 2 in dieser großen Kiste, wo normalerweise immer Hunderte drin sind. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich zum anderen Secondhand-Laden fahre, der hier auch im Nachbardorf ist. Der ist wesentlich größer und da steht meine Chance wesentlich besser.
Ich glaube, ich mache das einfach meinem Freund zuliebe, dann ist es erledigt und dann ist er glücklich. Und aber erst einmal werde ich jetzt zum Drogeriemarkt fahren für mich. Autohaul. Ich hoffe, die Sonne stört euch jetzt nicht so sehr. Ich habe was gefunden, und zwar zwei Produkte von Mixer. Die gingen jetzt aus dem Sortiment, deswegen glaube ich, waren die ein bisschen günstiger. Das eine, die hatte ich auch schon mal ausprobiert, das ist die Creme für extra trockene Haut. Hat jetzt 4 Euro gekostet und ja, ich finde die richtig gut, dachte ich mir, ich nehme die mal mit. Und dann habe ich einmal so ein, ich brauchte noch ein neues Waschgel sowieso, und das hat jetzt auch 2,50 Euro gekostet, auch vom Mixer. Das ist so ein Make-up-Entferner, aber so ein Waschgel mit Rosenextrakt für sensible Augen und Hypoallergen, keine Parabene. Und ja, dachte ich mir, das habe ich noch nicht ausprobiert, finde ich ganz interessant. Ich brauchte sowieso ein Waschgel, also dann habe ich das mitgenommen. Dann von Catrice habe ich mir 2 Dinge mitgenommen, und zwar einmal den neuen Augenbrauenstift. Das ist dieser ganz feine, und ich habe dann letzte Woche schon einmal, oder vorletzte Woche, habe ich da mir schon eingekauft in der Medium-Version, aber der ist mir ein bisschen zu warm von der Farbe her. Und das... Nein! Ich habe den gerade abgebrochen. Nur ein Stückchen rausdrehen, weil da haben wir wirklich mega feines. Und ich hoffe, dass der mir jetzt nicht zu hell sein wird. Aber die ganz dunkle Variante fand ich halt auch irgendwie zu dunkel. Vielleicht passt es ja. Ja, auf alle Fälle war mir die Medium-Version zu warm. Deswegen habe ich mir jetzt den einmal mitgenommen. Und dann einmal von der Glam & Doll Mascara, die neue Sculpt in Volume Definition. Das ist halt die, sieht aus wie die erste Version, die nicht wasserfeste, aber hat halt so ein ganz interessantes Bürstchen. Auf einer Seite irgendwie flach und dann auf einer Seite hat sie so breitere Bürstchen. Ja, fand ich ganz interessant. Ich probiere sehr gerne Mascaras aus. Und das war mein Einkauf. Insgesamt hat das 13,40 Euro gekostet. Aber dann habe ich noch irgendwie so ein Überraschungspaket dazu bekommen. Das machen die eben manchmal, dass man einfach so ein Geschenkchen dazu bekommt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Da ist relativ viel drin. Oh wow. Einmal von Garnier so ein Pure & Active Gesichtspeeling. Ganz cool. Dann, ah ja, meine liebste Mixercreme. Antirötungen. Sehr schön. Von L'Oreal habe ich ein kleines Haarshampoo bekommen. Für gekoloriertes Haar. Also ja, eine ganz gute Reisegröße auch. Total gut. Und was ist das? Ist auch von L'Oreal. Eine SOS Haarversorgungsmaske für trockenes Haar. Ja, richtig gut. Cool. Finde ich gut. Das ist so voll neu zum Ausprobieren. Und was ist dann? Ich habe einen Babylips geschenkt bekommen. Wie geil ist das denn? Den neuen Babylips von Maybelline. Limited Edition. Blueberry Boom. Ja, wie geil. Richtig cool. Also da bin ich immer richtig happy drüber, dass ich das geschenkt bekommen habe alles. Also es sind richtig viele Gratis-Produkte hier. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, jetzt nicht zu Aldi zu fahren, da wir noch relativ viele Sachen zu Hause haben und ich die erst einmal aufbrauchen möchte. Ich denke, dass ich Zucchini-Nudeln für heute Abend mache. So, hier sind wir jetzt. Das ist ein richtig großer Secondhand-Laden hier und da werde ich mal gucken, ob ich da was Schönes finde. Immer ganz okay, wenn die noch in guter Qualität sind, da was zu kaufen. Aber das ist noch nicht für jetzt. So, ich war erfolgreich. Ich habe 6 Bilderrahmen gefunden für 8 Euro insgesamt. Auf alle Fälle
gehe ich jetzt einmal kurz zum Action, denn die Bilderrahmen sind in allen möglichen Farben. Nur einer ist schwarz und mein Freund wollte die gerne alle in schwarz haben. Und da wollte ich einmal Sprühlack kaufen, um die alle schwarz zu sprühen. Ich hoffe, dass ich einen matten Lack finde. Also mit der Jeans war das heute vielleicht doch nicht so eine ganz gute Idee, denn die spannt sich nämlich um meinem Knie und die zieht irgendwie auch so an meinem Knie hin und her, weil die halt so eng sitzt. Ich glaube, wenn ich nach Hause komme, muss ich mir doch wieder meine Jogginghose anziehen. Das war noch nichts mit Jeans, denn das zieht so an meiner Narbe und um meinem Knie und das ist sehr unangenehm, das Gefühl. So. Ich war jetzt übrigens doch erst beim Lidl, bevor ich zum Action fahre. Ganz schnell nochmal, weil wir brauchten Klopapier. Und sehr spannend. Da hatten die übrigens auch Sprühlack, jetzt in schwarz. Ich habe mir den schon mal mitgenommen, musste es dann sein, dass die im Action keinen haben. Da habe ich schon mal einen. Der ist aber allerdings glänzend. Also da muss ich gleich mal gucken. Ich hoffe, dass ich irgendwie einen in matt finde, obwohl ich das bezweifle. Ansonsten kann man den vielleicht mit dem Sandpapier anrauen. Keine Ahnung. Also, wie gerade eben schon, glaube ich, gesehen, habe ich doch noch Sprühlack gefunden, und zwar einen matten. Und ich habe erst alles mit Acrylfarbe in der Hand gehabt und dachte, ich würde es anmalen mit dem Pinsel und so. Aber matte Sprühfarbe wird, wenn die hoffentlich gut deckend ist, natürlich sehr viel einfacher sein. Ich werde das gleich mal ausprobieren zu Hause. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe meine Einkäufe ausgepackt. Die Handwerker waren auch gerade eben schon da. Da konnte ich jetzt nichts filmen. Wie die kleine Lucy-Maus möchte auch nochmal Hallo sagen. Möchtest du auch nochmal Hallo sagen? Hilfst du mir beim Garten machen? Ich will nämlich jetzt einmal die ganzen alten Sträucher und so zurückschneiden. Das wäre doch mal eine Idee. Da könntest du mir doch mal beihelfen. Dann bist du auch ein bisschen draußen. So, ich habe dir erzählt, dass ich unsere Büsche zurechtschneiden möchte, aber ich habe ja ganz vergessen, dass ich zuerst die Bilderrahmen einsprühen möchte. Und dazu werde ich jetzt hier einmal gucken, ob ich hier Altpapier finde und ihn dann da rauflegen kann. Denn, ja, ich weiß nicht, wo ich mit meinen Gedanken war vorhin, aber ich werde jetzt erst einmal die Bilderrahmen vom Staub befreien und dann werde ich die draußen ansprühen mit der Farbe und ich hoffe, dass das mir gelingen wird. So, ich habe mir jetzt alle Bilderrahmen hier so hingelegt. Hier habe ich die Farbe, die habe ich schon gut durchgeschüttelt. Büsche einmal zurückschneiden. Das sind wunderschöne Fuchsien im Frühsommer bis Spätherbst. Das ist echt total schön. Und dabei kann ich aber schlecht filmen. Deswegen werde ich das jetzt einmal hier mit meiner kleinen Gartenschere machen. So, es schaut nicht schön aus. Auf alle Fälle tut es denen gut und die wachsen dann wieder ganz schön hoch nach. Und da stehen dann nicht so die ganzen alten Stribbel dazwischen. Und da wir ja gleich zum Tierarzt wollen, hole ich mir schon mal meine Transportboxen ins Haus nach vorne, dass die Katzen das gleich nicht sehen, wenn die drin sind. Denn dann kommt sie ganz bestimmt nicht rein oder wohl wieder raus, denn die sind so schlau und wissen das. So, und Lucy macht es überhaupt nichts aus, wenn die zum Tierarzt muss. Die ist ja ganz gechillt drin, aber unser Tiger... Unser Tiger, der mag das gar nicht so, ne? Zweite Transportbox. Ich habe mir überlegt, ich werde doch beide Katzen mit zum Tierarzt nehmen, da ich doch schon ganz okay laufen kann. Ich habe mich übrigens noch nie umgezogen, die Jogginghose noch nicht. Ich dachte mir, jetzt kann ich auch noch durchhalten, bis ich vom Tierarzt zurückkomme. Die Boxen stehen bereit. Ich werde noch gleich ein paar von ihren Decken reinlegen, dass die gewohnt sind. Und ja, dann können wir auch gleich schon losgehen, ne? Auf 5 Uhr.
Willst du da gleich mal gucken? Dann darfst du gleich rein, mein Schatz. Denn ab 5 Uhr hat der Tierarzt auf. Ach, das ist ja einfach. Klappe zu, kannst du drehen. Hm? Aber noch kannst du hier bleiben für 10 Minuten. Gleich gehen wir da rein. Du darfst da schon mal reingehen? Nee, nee, nee. Du darfst hier schon mal reingehen? Ja. Dankeschön. Und jetzt muss ich deinen Bruder noch finden und halten können und hier reingehen können. Holen wir den mal. Nicht hier mal rein, nein. Digga, nein. Digga, nein. Gehst du da mal rein? Gehst du da mal rein? Nein, 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 nicht weglaufen. Das gibt's doch nicht. Süß, süß, süß. Ist doch okay. Ist doch okay, mein Schatz. Oh Mann, dass das so schlimm wird, hätte ich ja nicht gedacht. Jo. Komm. Wir beeilen uns, mein Schatz. Oh, mit 2 Katzen im Auto. Der Tierarzt ist nicht weit entfernt. Ich könnte da auch hinlaufen, aber mit meinem Knie jetzt gerade und dann mit 2 Katzen wird das mir ein bisschen zu schwer. Ja, mein Tigerchen sitzt hier vorne, der hat ganz viel Angst. Das tat mir auch total leid, aber der muss nur einmal mit. Anders geht's ja nicht. Ich glaube, dass ich auch noch wieder Blut nehmen lassen werde bei Lucy. Denn die ist ja chronisch nierenkrank. Und die letzte Blutnahme war jetzt 1,5 Monate her. Und innerhalb eines Monats waren die schlechten Blutwerte, war der schlechte Wert hat sich verdoppelt. Und deswegen möchte ich jetzt noch einmal noch kurz kontrollieren lassen, ob das jetzt immer noch weiterhin gestiegen ist. So, wir sind jetzt wieder zurück im Auto. Lucy ist hier, Tiger ist dieses Mal hinten, gerade eben was andersrum. Die haben das gut gemacht, die beiden. Also Tiger wollte überhaupt nicht aus seinem Käfig rauskommen. Und die Tierärztin meinte aber, dass wir im Moment noch nichts an der Pfote dran machen, denn jetzt hat er auf nichts reagiert, auf keine Druckschmerzen oder irgendwie sowas. Und sie meinte halt, dass sie ihm jetzt auch nichts geben würde, denn sein Humpeln ist jetzt sein Schutzmechanismus sozusagen. Ja, deswegen hat er jetzt einfach nur seine jährliche Spritze bekommen. Und Lucy, da haben wir Blut abgenommen und die fand das überhaupt nicht schön. Die hatte echt Schmerzen dabei gehabt. Die hat echt gefaucht und ja, geknurrt, was sie normalerweise überhaupt nicht macht. Normalerweise ist sie super zufrieden, super gechillt. Aber heute hat sie nicht gefallen, ne? Mein Schatz. Das tat weh, ne? Jetzt gehen wir nach Hause ganz schnell, dass die wieder zurück in ihrer gewohnten Umgebung sind und da kriegen die was ganz Leckeres zum Futtern. Und dann kriege ich auch was zum Futtern. Dann muss ich Abendessen machen für meinen Freund und mich. Der hat nämlich gerade eben schon mal angerufen. Der ist zu Hause. Eine Zucchini, eine große Zucchini. So, die Zucchini-Nudeln sind schon mal halb fertig. Ich habe die einmal geraspelt. Und auch einmal, ja, mein Freund lenkt mich gerade ab. Auch 2 Mohrrüben habe ich schon mal klein geschnippelt. Die kommen jetzt für eine Minute in die Mikrowelle. Und hier für die Soße habe ich Paprika, Mais und Sojafleisch schon mal angebraten. Und dazu werde ich jetzt gleich einmal das bio-vegetarische Bolognese dazu geben. Die Soße kann ich jetzt einmal kurz aufwärmen. Ich habe es gerade schon mal probiert, die ist echt lecker. Die habe ich heute von Lidl, das ist dieses Bio-Pasta-Soße. Die ist echt gut, kann ich empfehlen. Und das Sojafleisch übrigens wollte ich einmal zeigen. Das ist dieses vegan Leben Sojafleisch. Ich glaube, das war aus dem DM oder aus dem Platzer. Das kann auch sein. War auf jeden Fall sehr lecker. Schmeckt wie Hühnchen. So, durch den Käse nicht mehr vegan, aber trotzdem lecker. Guten Appetit. So, wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Wir werden uns jetzt aufs Sofa begeben und uns einen schönen Abend machen. Noch ein bisschen Fernsehen gucken und dann früh schlafen gehen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.